Vögel unterscheiden sich in zahlreichen äußeren Merkmalen und trotzdem sind einige nicht so ohne weiteres auseinanderzuhalten. Etwa die Weidenmeise und das Männchen der Mönchsgrasmücke. Andere kann man aufgrund folgender drei Kennzeichen recht schnell und sicher identifizieren. Ein besonders dicker bzw. dünner Schnabel, charakteristisch für Kernbeißer und Baumläufer. Eine auffällige Färbung, etwa beim Rotkehlchen und dem Pirolmännchen. Oder eine spezielle Gefiederzeichnung, wie das blaue Flügelfeld des Eichelhähers und die gelbe Krone des Wintergoldhähnchens. Bei unscheinbaren Vögeln wie dem Zilpzalp oder der Nachtigall sind, vor allem aus der Entfernung, keine typischen Merkmale zu erkennen. Hier hilft bei der Bestimmung am besten der Gesang des Vogels, der sehr charakteristisch ist.